Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. So, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen geschlafen und wir befinden uns jetzt hier irgendwo noch in Valhalla. Keine Ahnung, die Siedlung der Idioten. Was zum... Ach, ich dachte, das wären Tiere. Das sah gerade aus, als wären da ganz viele gelasselt oder so. So, und wir suchen nach einer Person heute, denn wir brauchen noch ein bisschen Geld. Wir haben nicht genug Geld, um uns eine richtig geile Waffe zu kaufen, aber ich möchte sie gerne haben. Ich kann euch gerne auch nochmal zeigen, welche es ist, für alle, die die Folge nicht gesehen haben. You mean Zoe? Was? Oh. Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Das wollte ich nicht fragen. Verdammt, okay, jetzt sind wir an Zoe dran. Machen wir zuerst das Zoe-Gespräch und dann zeige ich euch die Waffe, die ich haben möchte. So. Was ist am Tag von Zoes Verschwinden passiert? Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Das passt gar nicht zu Zoe. Zoe würde jede Verabredung wahrnehmen. Erzähl mir von ihr. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Oh, ich kann mir schon denken, was für eine Überraschung. Hat er bestimmt in seiner Hose versteckt. So, hat sie sich vor ihrem Verschwinden seltsam benommen? Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Moment, da war noch was. Hey, I got time. Und zwar möchte ich handeln. Fresh off the limb, and that includes canid meat. Ja, ja. Die Waffe will ich haben. 3600. Mir fehlen 1200, dafür muss ich Quests erledigen und Gegenstände klauen und verkaufen. Aber wir gehen erstmal zu Zoe nach Hause und gucken, wo ihr Tagebuch ist. Das ist auch hier Zoes zu Hause, oder? Genau, Zoes Tagebuch. Was ist das? Untersuchen. Ist mir egal, ich mach das mal zu. Ich muss klauen. Zoes Tagebuch, Seite 12. Tja, nun ist es soweit. Kein Edgewater mehr für mich. Keine Konservenfabrik mehr. Keine Overalls und Handschuhe. Kein Ja, Madame. Und darf es noch etwas sein? Oh, sie war anscheinend eine hohe Persönlichkeit. Keine Ahnung, warum ich das für die Nachwelt niederschreibe. Ich habe die Konservenfabrik gehasst und ich glaube nicht, dass ich jedes Tagebuch zur Hand nehmen werden muss, um mich daran zu erinnern. Oh wow, damals, da hatte ich aber das Vale gehasst, was? Nur weil ich krank wurde. Jeder wird mal krank. Okay, vielleicht wurde ich krank und habe mir dann etwas zu viel Adrenatime geschnappt. Ist das vielleicht ein Verbrechen? Ich muss mich doch behandeln, wenn ich krank bin, oder nicht? Was ist aus persönlicher Verantwortung und Überleben aus eigener Kraft geworden? Ach, aber du unterschlägst eine Kiste Adrenatime und plötzlich bist du eine Schwerverbrecherin. Ja. Das bist du, wenn du Dinge klaust. Ich glaube, dein Zuhause habe ich schon geplündert, ne? Okay. Vielleicht wurde sie von der Konservenfabrik gekidnappt. Tagebuch Seite 22. Tja, heute ist es soweit, Zoe. Heute ist der Tag, an dem du dein Schicksal in deine eigenen Hände nimmst. Ich habe Grace zugehört, wie sie über die Plünderer als Bedrohung sprach. Banden von wilden, freigeistigen Banditen, die in Lagern draußen in den Hügeln leben und sich an Feuertonnen wärmen. Wahrscheinlich haben sie die Köpfe ihrer Feinde auf Stangen gespießt, als Warnung für Leute wie mich. Und da leben so bequem... Und da leben sie bequem und leicht, frei von allen Regeln. Wenn sie organisiert werden, könnten sie bestimmt die ganze Region übernehmen. Oh. Sie hatte schon mal eine Stelle, wo sie ganz oben war an der Spitze. Und das hat sie auch ganz gut gemacht, bis sie krank wurde. Und jetzt will sie wahrscheinlich zu den Raidern rübergehen. Ich habe ein wenig Adelaide Essen eingeheimst. Wie heißt die Person? Adelaides. Okay. Ich habe ein wenig von Adelaides Essen eingeheimst. Und einige Dosen Saltuna und hab ich auch noch. Wenn ich damit vernünftig umgehe, reicht das ein paar Wochen. Und etwas Adrenatime habe ich auch noch. Jeder mag Adrenatime, selbst Plünderer, nicht wahr? Ich wette, wenn ich ihnen ein paar Spritzen von Adrenatime verspreche, lassen sie mich die Plünderer
lassen mich die Plünderer ihnen beitreten. Das wird großartig. Pass auf, Terra 2. Die Geschichte der Banditenkönigin Zoe hat gerade erst mit Ausgabe 0 begonnen. Eine ganze Gang Plünderer wird jeden meiner Wünsche erfüllen. Vielleicht komme ich sogar an etwas Rizos. Habe ich Rizos? Ist das toll? Okay, es ist, wie ich gedacht habe. Habe ich Rizos? Ist das was Tolles? Oh, Zero GB. Cool. Ich glaube nicht, dass ich Rizos habe. Ich wollte gerade sagen, ist das alphabetisch? Nein, ist es leider nicht. Aber ich kann bestimmt alphabetisch sortieren. Aber jetzt ist es zu spät. Das muss wahrscheinlich so eine Spritze sein, ne? Okay, ich weiß Bescheid. Madame ist abgehauen. Finde Zoe. Okay, soll ich denen nicht irgendwie Bescheid sagen? Hey, eure Zoe ist gar nicht verschwunden. Sie ist jetzt Plünderer. Nazi. Keine Ahnung. Irgendwas in der Art. Ah, das ist da, wo ich die Leute schon gesehen habe, aber wo ich sie noch nicht angegriffen habe. Alles klar. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt bin ich draußen. So, wir haben neue Waffen. Und wir gucken uns die mal am besten kurz mal an, damit wir alle Bescheid wissen, was wir haben. Also, wir haben den Revolver von Spacer's Choice. Den haben wir, glaube ich, umprogrammiert. Und wir haben eine Stoßpistole mit 122 Damage. Aber wir wollen ja den ersten Schuss haben. Wollen wir ja richtig hart haben. Alles klar. 52? 22 mal 3. Das sind 66. Ah, das ist schon krass. 52 bis 108. Oh, was klingelt denn hier? Moment. So, dann wollen wir wieder. Da waren die Nachbarn, wollten ein Paket von mir haben. Okay, gucken wir mal, was diese Pistole so bringen kann. Ja, ist ja gut, ich weiß, dass... Ey, mein Handy nervt wieder. So, erstmal ausgemacht. So. Frage ist, wie funktioniert die Waffe? Wir haben noch eine andere geile Waffe. Aber ich wäre gern ein bisschen weiter weg. Okay. Oh, okay. Ich weiß jetzt, wie sie funktioniert. Oh Gott, ich weiß sie... Ja, ist okay. Ich weiß jetzt, wie die funktioniert. Hui. Oh, die ist langsam. Oh. Will ich den ganzen Weg nochmal herlaufen? Oh. Nein! Geil! Okay. Oh nein! Nein! Oh. 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 Okay. Okay. Ich verstehe. Diese Waffe gegen Gegner, die sich nicht bewegen. Gib mir all dein Zeug. Das muss ich verkaufen. Heilige Scheiße, wo ist der Rest? Er ist bestimmt zu Staub geworden, den finde ich nie wieder. Hallo? Staub, Leute? Seid ihr? Es sind zu viele gestorben, aber hier ist nur einer. Oh. Wieder. Der hat nichts dabei gehabt. Deshalb wird nichts auf mich raufgestürmt. Okay, ich muss sagen, die Waffe ist zwar stark, ne? Aber eigentlich nicht so meins. Die hier ist eigentlich schon besser. So, und das ist die, mit der ich angreifen sollte. Vom Weiten. Ach, ich wünschte, ich hätte einen Sniper. Konzendienstauszeichnung. Was? Eine mittelgroße Auszeichnung, wie sie in der ganzen Galaxis auf jährlichen Konzernveranstaltungen ausgestellt wird. Wofür die Auszeichnung wohl vergeben wurde? Am wenigsten genutzte bezahlte Urlaubstage, höchster Koffeinkonsum in einer einzigen Pause, wenigste Toilettenbesuche, du wirst es nie erfahren. Ja, muss ich nicht, ich bin jetzt der Beste. Alter Jungs! Könnt ihr mir doch nicht antun? Ich habe so viel Munition in euch reingehauen. Ihr müsst mir doch was zurückgeben. Das ist doch hier ein Geben und Nehmen. Ich gebe euch Munition und ihr gebt mir Loot. Ah! Echt jetzt? Nichts? Welche Enttäuschung. Naja. So, die Frage ist, können wir mit ihr reden? Oder können wir nicht mit ihr reden?
Das ist hier die Frage. Oh, hallo Hundi. Selbst der Hund hat nichts für mich. Ich muss sagen, ich habe auch ziemlich viel Heilung gerade verschwendet. Ich muss echt aufpassen. Ist das ein Hundi? Tatsächlich. Ich wünschte, ich hätte einen Sniper. Dann würde ich da einfach einen Schalldämpfer aufmachen und dann ist gut. Okay, wie machen wir das? Auf gut Glück hinschießen und dann hoffen, dass die zu mir kommen? Oder ich schleiche am besten durch die... Nee, das ist ja... Ah, das ist keine Tür, wo ich abspeichern kann, ne? War das nicht so, dass er irgendwie alle 5 Minuten gespeichert hat? 3,53. Nicht wirklich, ne? Wenn ich hier geladen habe, 3,52, hat er eine Minute später gespeichert. Wow. Hä, hat er nicht alle 5 Minuten gespeichert? Wurde bestimmt rausgepatcht. Die Schweine. Aber ich will die auch töten. Vor allem, ich sehe nicht mal seinen Kopf. Wo ist dein Kopf? Ach, da. Kuckuck. Holy shit, das sind viele. Oh, da ist jemand in die Luft geflogen. Okay. Mir wurde ein bisschen Arbeit abgenommen. Das finde ich gut. Natürlich ist da nichts drin. Also ich muss sagen, die verfolgen einen echt nicht weit. Konzentrationsspanne von der Made. Wo sind die alle hin? Plötzlich waren sie alle weg. Und zumindest da unten sind in die Luft geflogen. Und wir wissen, dass hier Minen verteilt sind. Das heißt, noch besser aufpassen. Ja, obwohl die meisten wahrscheinlich schon exploded sind. Warum hast du so viel Leben? Das war ein Heady. 100 Pro. Okay. Eventuell müssen wir es anders angehen. Ich glaube, das wird sonst schwierig. Ja, da drehen die schon um. Die kommen echt nicht weit. Hey, die Hundis habe ich gar nicht gesehen. Haha. Zeug zum Verkaufen. Oh, ich bin überladen. Gibt's doch nicht. Na gut, dann müssen wir wohl ein paar Sachen verschrotten. Ups, nein, das wollte ich nicht. Geh zurück! Zurück! Warum funktioniert das nicht? Option. Austausch. Ja, der Wahnsinn. Wieso konnte ich das gerade austauschen, jetzt nicht mehr? Ist nicht wahr, ey. Also manchmal... Okay... Sie bewegt sich dann. Muss ich sie töten oder kann ich mit ihr reden? Sie ist bestimmt hingegangen und wurde gefangen genommen. Oh, das kommt hin, ne? Ich muss echt aufpassen. Oder lautlos töten. Und mit dem habe ich einen Headshot verpasst und der hat noch so viel. Plünderer Hooligan. Ja, schön. Okay, wir versuchen mal hinten rumzugehen. Und hoffen, dass hier einfach keine Minen sind. Weil sobald wir in eine reintreten, ist vorbei. Dann wissen die, wo wir sind. Guck mal, da liegt einer. Fliegt in die Luft, ja! Das habt ihr verdient, ihr Schweine! Okay, Albtraum ist echt nicht einfach. Aber da ist die eine oder andere Mine hochgegangen. Und ich habe da einen Bot gesehen. Eventuell können wir uns den schnappen. Wieso liegen hier so viele Leichen? Ich höre Tiere. Oh, Sichergriff. Oh, Verwüster. Nee, euch lasse ich mal in Ruhe. Ich glaube, ich bin nicht stark genug für euch. Ich schaffe ja nicht mal die Plünderer hier gerade.
Ich meine, mit einem Teammitglied könnte ich die wahrscheinlich wegracken, aber das ist mir halt zu blöd, muss ich sagen. Das ist mir einfach zu einfach. Ich mag es halt ein bisschen härter. Guck mal, da ist Zoe, die kann ich nicht angreifen. Die steht da einfach nur. Und raucht, und da ist ein Hundi. Ich sehe die Mine. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich erwecken. Jabu! Oh, die falsche Waffe. Aber er ist tot. Nein! Lass mich am Leben! Ich hab doch nur einen getötet und mit der falschen Waffe. Ich locke euch zu den Tieren. Wieso läuft da keiner in die Granate? Das war mein Plan. Ich sehe in die Granate laufen. Oh, ich bin überladen. Miast. Halt, warte, wie viel wert bist du? 14. 38, alles klar. Aber ich habe vorhin gegessen, das heißt, ich müsste eigentlich noch eine gute Regeneration haben. Was gibt's hier oben so Schönes? Kann ich von hinten kommen? Sie wegnatzen? Ist bestimmt irgendwo ein fettes Viech, was mich gleich tötet. Na, guck mal. Da liegt auch eine Leiche. Aber ich kann ihn wahrscheinlich nicht so weit locken bis hierher. Oder? Etwa doch. Soll ich es mal riskieren? Okay, jetzt nur nicht in die Mine laufe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Oh, lauf doch! Bitte! Erhol dich! Prügelt ihr euch jetzt mit denen? Oder geht ihr weg? Ich stehe unter Schock oder so, ich habe keine Ahnung. Bin auf jeden Fall überladen. Oh, da läuft ihr einfach rum. Ich will dich befreien, Truller. Jetzt bin ich überladen, warum? Ja, ich hab ne Mine gefressen, ja. Hat mich wahrscheinlich überladen. Ah. Okay, alles klar. Habe ich Rüstung, die ich noch verkaufen kann? Wieso trage ich eigentlich keinen Helm? Leicht Einheit, Nahkampfschaden, Entschlossenheit. Ah, ich hatte gedacht, das wäre Einhandwaffenschaden. Entschlossenheit, nehmen wir Entschlossenheit hier. Bin ich jetzt nicht endlich getarnt? So. Wie viel Leben hast du durch die Mine verloren, Bro? Ich bin hier fast am Sterben wegen dir. Toll. Hat er überhaupt Leben verloren? Anscheinend nicht. Hä? Einer ist auf jeden Fall in die Mine gelaufen. Aber 100 pro. Und wie lange bin ich jetzt außer Gefecht? Oh, da kann ich hoch. Hi. Ich schleich mal zu dir her. Scheiße, man muss aufstehen zum Reden. Die sehen mich doch. Wenn da irgendwer langläuft, währenddessen ich mit dir quatsche, bin ich tot. So, zumindest die Hunde kommen hier nicht hoch. Granatwerfer. Niemand wird dich schreien hören, Freundchen. Oder die ganze Belegschaft und ich bin tot. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Nahkampfwaffen, ja, komm. Eigentlich brauche ich das, ne? Wenn ich mal so schleiche mit einer Einhandwaffe. Was haben wir denn hier noch? Ich muss mich doch irgendwie heilen können. Zellheilung.
Was ist das? Ich check das nicht ganz. Gibt's mehrere? Achso! Ich habe 33 Inhalatoren und ich kann verschiedene Sachen da reintun. Alles klar. Geistattribute. Wieso bin ich überladen? Ich hab doch gar nicht so viel dabei. Halt, ich hatte doch irgendwie Granatwerfer. Ich bin immer noch überladen, weil ich angedüselt bin. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Die sind hier oben. Okay. Jetzt muss ich mir was überlegen. Ich muss gewichtlos werden. Aber ich bin geizig. Was legt man denn da am besten weg? Wieso bist du hier? Schrott. Ja. Weg mit dir. Gewicht 1. Ah, hier, komm. Du kommst weg. So. Ich kann gerade mal 50 Gewicht tragen. Oh Gott, ich werde mein Gewicht. Scheiße, Mann. Ja. Die Granate hat mich so ziemlich fertig gemacht. Kleiner Tipp an euch, lauft nicht in Granaten rein. Echt jetzt? Echt jetzt? Okay, Freunde, wir machen das einfach so. Wir sehen uns in der nächsten Folge da an der Stelle wieder. Guck mal da. Hätte auch schon Schaden bekommen. Oder ist es Rüstung? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin laufe ich dahin wieder zurück. Und dann schauen wir mal. Haut rein. Ciao.